Basket TV Folge 12. Montagabend, wie versprochen. Wir legen diesmal mit College los. Ich muss auch zugeben, ich habe am Wochenende von der NBA nicht so viel mitbekommen. College March Madness, NCAA Tournament. Wir haben es im Heft angekündigt. Riesensache in den USA und auch bei uns, den Basketball-Freaks, möchte ich mal sagen. Ja, ich habe mir gestern einiges angeguckt. Wird ja auf ESPN America übertragen. Über Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen oder Alternative im Internet, ncaasports.com. Dort alle Spiele live zu sehen. Ja, was habe ich mir gestern angeguckt? Arizona gegen Cleveland State, war jetzt nicht so spannend. Dann Kansas gegen Dayton hat, glaube ich, gespielt. Villanova gegen UCLA, waren schon ein paar gute Spiele dabei. Auch wenn die großen Überraschungen ausgeblieben sind, fast alle Favoriten weiter. Dr. J, wer ist dein Favorit dieses Jahr? Ich habe auf UNC gesetzt, ja. North Carolina. Einfach aus dem Grund, dass Tyler Hansbrough meiner Meinung nach jetzt richtig heiß auf den Titel ist als Senior. Und dass NC ja entgegen der Erwartungen nach der letzten Saison die ganzen Leistungsträger noch hat. Ja. Auch sehr souverän auftritt, jetzt schon ein paar Mannschaften aus dem Turnier geputzt haben. Und ich denke, sie haben es diesmal drauf zu gewinnen. Und ich habe UNC genommen. Wen hast du? Ich habe auf Louisville gesetzt und bleib auch dabei. Ich habe leider noch kein Spiel von denen gesehen. Das ist mein Finalgegner im Tipp. Ja, ich habe Louisville gegen North Carolina, glaube ich. Ja, habe ich auch. Haben die meisten. Ja, das stimmt. Haben echt viele. Ja, wo wir schon mal beim Thema College sind, wir haben was zu verlosen. Ja. Gekoppelt mit dem Quiz der Woche. Und zwar haben wir hier ein Shirt von ESPN, die ihr College live übertragen, und ein Mauspad. Gibt es zu gewinnen. Ich muss übrigens sagen, das Shirt ist in Größe S. Ich hoffe, es passt euch, wenn ihr gewinnen solltet. Die Quizfrage lautet, wer hat 2008 die College-Meisterschaft gewonnen? Geben wir einen Tipp? Brauchen wir nicht, oder? Blaue Trikots. Das muss reichen. Das kennen die Leser auch so, die Zuschauer. Ja, mehr sagen wir nicht. Auf jeden Fall erkläre ich euch jetzt, wie ihr gewinnen könnt. Über All Ballers. Schreibt ihr mich bitte an. Ihr findet mich dort mit meinem Account. Und schreibt mir eine Nachricht. Es gewinnt aber nicht derjenige, der mir als Erster schreibt, sondern der Zehnte. Das heißt, ich werde die eingehenden Nachrichten abzählen und der Zehnte gewinnt dieses Shirt und dieses Mauspad. Ja, womit machen wir weiter? Wollen wir zur NBA kommen? Ja, können wir gerne machen. Ich würde sagen, wir reden über die Rockets, die jetzt heute Zweiter sind schon in der Western Conference. Die haben wir schon auch hier öfter angesprochen, dass es da natürlich immer munter hin und her geht, wer jetzt gerade Zweiter und wer Siebter und wer Sechster ist und so weiter. Da ist ja alles möglich. Jetzt sind gerade die Rockets Zweiter und das ohne Tracy McGrady, Mr. K. Wie kann das sein? Ja, die haben 15 der letzten 19 Spiele gewonnen und nicht nur ohne Tracy McGrady, über den können wir gleich gerne nochmal reden, aber auch ohne Rafa Elston. Ja, den sie getradet haben. Den sie getradet haben. Aaron Brooks startet jetzt auf der 1, ist erst in seinem zweiten Jahr, also da muss man auch vorsichtig sein. Allerdings, wir erinnern uns an die Boston Celtics mit Rondo, da hat es letztes Jahr auch geklappt. Definitiv. Also, daran wird es nicht scheitern. T-Mac, ja. Ich sage, wer 40% seiner Starting-Lineup wegtradet oder verletzt ersetzen muss und dann besser spielt als vorher und dann Zweiter im Westen ist, wenn auch nur temporär, klar ist das jetzt nicht in Stein gemeißelt, dann können die beiden Spieler nicht so wichtig fürs Team gewesen sein. Dann lass uns über die anderen drei reden, die noch in der Starting Five sind, also Yao Ming, ja. Shane Battier und Louis Scola und Ron Artest. Ron Artest für Tracy McGrady in die Starting Five gerutscht, spielt als Shooting Guard, eigentlich eine ungewohnte Position für ihn. Ja. Eigentlich eher der Small Forward Typ. Aber dafür ist er ein Allrounder. Dafür mehrere Positionen spielen, mehrere Positionen verteidigen, dafür ist er eigentlich bekannt. Ja. Genau wie Shane Battier, also das ist ein absoluter Matchup-Albtraum. Gestern habe ich gelesen, Ron Artest soll sogar als Backup Power Forward für Luke Scola eingesetzt werden. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Von 2 bis 4 ist da alles möglich, meiner Meinung nach. Das macht Ron Artest ja gerade so wertvoll. Genau wie Shane Battier, er kann auch auf der 4 spielen, meiner Meinung nach, je nach Team. Aber wir wollen also auch nicht vergessen, wir wollen nicht vergessen, Yao Ming war noch nie in der zweiten Playoff-Runde. Ja. Warum? Und warum wird das immer mit T-Mac in den Playoffs gewesen ist? Ja. Kann das sein? Das könnte sein. Fast. Aber der ist ja nun auch nicht der Erfolgsgarant, wenn es um die Wurst geht, sage ich mal. Aber ich will da nicht wieder mich der Kritik aussetzen, die auf mich eingeprasselt ist nach der Tracy McGrady-Story. Aber ich sag mal, die Beweise häufen sich für meine These, dass Tracy McGrady jetzt nicht so wichtig für die Rockets ist. Und dass sie ohne ihn vielleicht sogar besser sind. Also momentan läuft es besser ohne T-Mac. Leute, ihr müsst euch wirklich damit anfreunden. So leid es mir tut, ich mag T-Mac. Ich finde, T-Mac ist ein super Spieler, aber die Zeiten sind einfach mal vorbei.
Ja, lass uns nochmal über Yao Ming sprechen. Ja. Und zwar, ich habe gestern gelesen, Yao Ming hat gesagt, dass das vor allem was mit der Erfahrung zu tun hat. Klar, die Spieler sind alle ein Jahr älter. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, die haben ein paar unerfahrene Spieler. Aaron Brooks hat man gerade schon angesprochen. Ja. Von der Bank kommen von Rafer, der eine richtig gute Saison spielt. Ja, wir hatten ihn in der Basket. Wer ist eigentlich? Wer ist eigentlich von Rafer? Und Karl-Andre, der gerade angeschossen wurde. Ja, blöde Geschichte. Aber der kommt auch in, ich glaube, ein, zwei Wochen wieder. Ja, zum Glück nicht schwer verletzt. Wen haben die noch auf der Bank? Chuck Hayes, aber der spielt ja kaum. Chuck Bitte Hayes. Jetzt, also wenn die Basket-TV-Folge vorbei ist, versteht sich, YouTube checken. Chuck Hayes von den Rockets, Freiwurf. Unglaublich. Ich verrate nicht zu viel. Ich sage nur, wenn ihr den Verdacht habt, der Mann ist betrunken, ist das vollkommen in Ordnung. Ich glaube, er ist es nicht. Aber es sieht sehr, sehr ungeschickt aus, was er da veranstaltet. Wirft auch gerne mal einen Airball von der Wurfwärtslinie, oder? Ist okay? Ja, oder er zerstört das Brett. Er zerstört das Brett. Ja, oder er fällt einfach mal nach vorne. Oder richtig. Hin. Oder zur Seite. Hinten, ja. Also da ist quasi alles möglich, wenn der junge Mann an der Freiwurflinie steht. Auf jeden Fall solltet ihr euch das angucken. Super. Ja, noch jemand, der momentan wieder für Lachen sorgt, aber beim eigenen Team, ganz sicher nicht beim Gegner, ist Kevin Garnett. Denn bei den Celtics läuft jetzt wieder. Er ist wieder da. Macht den Gegner wieder das Leben schwer als Superverteidiger, den die Celtics offensichtlich brauchen, Mr. K, oder? Auf jeden Fall, vor allem in der Defense. Coach Doc Rivers hat gesagt, vorne können wir gar nicht ersetzen. Ist jetzt auch nicht so die Punktemaschine. Ja. Sie haben Ray Allen, Paul Pierce, Spieler, die 20, 30 Punkte erzielen können. Aber Kevin Garnett hält das Team zusammen und ja, wie gesagt, vor allem in der Defense wichtig. Und du hast auch schon gesagt, die Celtics gewinnen wieder. Ja. Rechtzeitig zu den Playoffs kommen sie wieder in Fahrt. Jetzt muss nur noch Marbury irgendwie seinen Rhythmus finden. Das kann noch ein paar Spiele dauern. Ich bin da nicht ganz so zuversichtlich wie Dr. J, aber das Thema hatten wir schon. Ja, Boston Celtics, ja, darfst du nicht abschreiben. Ich habe heute übrigens gelesen, die Cavs haben in ihrer Club-Historie einmal die eigene Division gewonnen. Das haben sie nämlich jetzt erreicht. Die Cavs? Wie kommst du jetzt auf die Cavs? Nein, weil die Cavs in der Tabelle vor den Celtics stehen. Sind die in der gleichen Division? Nein, aber es fällt mir gerade ein. Die Cavs haben den Division-Sieg schon eingetütet. Nicht zuletzt, weil die Pistons schlecht sind. Und der Rest noch schlechter. Aber die Cavs waren zum letzten Mal 1976 Division-Champ. Wer hat denn da gespielt? Und haben auch nie die Eastern Conference gewonnen. Das wäre das erste Mal. Also aber LeBron ist auf jeden Fall jemand, der da doch schon einen kleinen Unterschied bewirkt hat. Auf jeden Fall, aber die Cavs waren auch schon in den Finals 2007. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also sie haben die Eastern Conference dementsprechend gewonnen, aber sie haben sie noch nie nach der regulären Saison angeführt. Ich lege mich übrigens fest, die Cavaliers werden nicht Meister. Was hältst du davon? Ja, ungefähr so eine These wollte ich dir jetzt entlocken mit der Überleitung zu den Cavs. Ich sag das jetzt einfach mal so. Wir schauen mal. Ich will mich da noch nicht festlegen. Fundstück der Woche. Lächelt mich da drüben an. Ich muss mal rübergreifen. Möchtest du? Und zwar, ein nettes Werbegeschenk von Premiere, als die noch die NBA übertragen haben. Willst du das mal kurz halten? Ja, sicher. Und zwar so. Ich werde das mal hier unten drunter festhalten. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Na, auf jeden Fall haben wir hier so einen Gummiball an der Schnur befestigt. Und, eigentlich sehr primitives Prinzip, aber macht einfach süchtig. Was bekomme ich, wenn ich treffe? Kaffee morgen. Oh, das war eher so Chuck Hayes. Nicht mich treffen, Chuck Hayes Style. Den Korb. In and out. Wir machen das jetzt, bis ich treffe. Bitte nicht. Mein Arm tut weh. Das gibt's doch gar nicht. Halt mal das Ding gerade. Ja, an mir liegt's. Wir lassen das mal lieber. So viel zum Fundstück der Woche. Ja. Ja. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja. Willst du noch irgendwas sagen? Willst du noch jemanden grüßen? Jemanden grüßen? Unsere Basketleser, die wir in Bonn getroffen haben. Ja, bei den Harlem Globetrotters. Wie fandest du es? Ja, ich fand es gut. Ja? Ich muss allerdings sagen, dass die Globetrotters so ein bisschen, also klar, es ist ja auch ein Basketball-Zirkus, wie sie ja auch genannt werden, aber es hat halt so ein bisschen den Charme vom Zirkus. Also es ist halt irgendwie oldschool, man kennt es, es ist so eine Institution, man geht hin und es ist cool, weil es halt Entertainment ist. Ja. Aber es ist halt schon ein bisschen, also gutes Familienentertainment auf jeden Fall, aber ein bisschen alt. Also ich sag mal, was Jason Williams im NBA-Spiel macht auf YouTube, ist eigentlich cooler als das, was die Globetrotters in der Halle machen. So, leid mir das tut. Aber immerhin kommen die Globetrotters nach Deutschland und das muss man anerkennen. Jason Williams sitzt in einer Sonnenliege in Florida. Richtig. Das stimmt natürlich. Wie fandest du es? Du hast sie schon öfter gesehen. Ich war das dritte Mal bei den Globetrotters und ich fand es ganz unterhaltsam. Klar, der Überraschungseffekt war jetzt nicht mehr da. Viele Tricks habe ich schon gesehen. Ich fand es ganz nett. Ganz nett. Also ich würde wieder hingehen und wahrscheinlich. Man kann es empfehlen. Auf jeden Fall, ja. Dann sind wir durch für heute. Bis nächste Woche.